Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Rubin. Ich habe immer noch den japanischen Namen nicht im Kopf. Diesmal bin ich nicht alleine, weil ich Verstärkung dabei habe. Logisch, ne? Verstärkung. Poketo Monsters Rubishuninki Tunga. Richtig. Kreis 4 Kloll ist in der Haus. Wir haben sehnsüchtig drauf gewartet. Jetzt ist der Tag endlich gekommen. Kreis 4 Kloll ist da. Und mein Emulator hängt. Haben deine Fans schon gesagt, sie wollen, dass wir mitmachen? Einige haben es verlangt. Okay. Ach ja, die Lecks kriege ich nicht weg. Ich habe alles zugemacht, wie ich gesagt bekommen habe. Leider ohne Erfolg. Ich mach egal! Warum machst du gegen ein wildes Ziggy überhaupt einen Kampf? Toll. Auch wenn es mit 20 Frames laufen würde, würde ich es machen. Naja, macht ja nichts. Ich habe den Sound D runtergeschraubt, deswegen hört man das fast nicht. Wir haben den letzten Part Felicia besiegt, unseren ersten Orden eingeheimst und wir haben ein Flummel als Gegner, beziehungsweise das wildes Pokémon, was wir aber nicht besiegen werden, sondern wir fliehen. So. Wieso? Aber dafür haben wir hier diesen Käfersammler. Ach, rohe Gewalt einfach nur. Einfach platt machen. Genau. Käfersammler Hare Krishan, keine Ahnung. Hare Krishna ist der Krishna. Hare Krishna, ey, da muss ich mal GTA... Du bist nicht? Dann frag einfach Goethe, denn der war Dichter. Nee, bei Hare Krishna, ne, da muss ich immer an GTA 2 denken, weil da gab's so eine Gang, die heißt so. Ja? Genauso wie die Russen, die heißen Tarkovsky, die Zaibatsu, die Loonies und so, keine Ahnung. Und die Yakuza. Ja, genau. Ja, die gab's auch. Die Yakuza, Kenny die Yakuza. Yakuza, Mann! Sie haben ihn geschickt. Was für ein verdammter Zufall, dass ich hier ein japanisches Spiel spiele, auf japanischer Sprache. Ich wette, der Protagonist ist in dem Spiel auch bei der Yakuza. Ja, kann man ja so einstellen, so mit großen Y, mit so durchgestrichenen Eurozeichen drauf. Mhm. Und ich wette, er bricht kleinen Kindern die Beine und schickt sie dann zu Kenny mit Über-Pokémon, um ihn fertig zu machen. Das stimmt. Ja, da haben wir noch einen scheiß Schalauko, aber das sollten wir mit drei Tackles drauf hauen. Hare Krishna ist der Krishna, der ist der Krishna. Doch, vier Tackle. Scheiße, er hat ne. Wie geht's euch so? Naja, ich hab hier neben einen Apfelsaft liegen. Fruchtsaftgetränk, der hat gut geschmeckt. Jetzt esse ich Trolli-Glühwürmchen. Saure Glühwürmchen. Apfelringe. Natürlich. Backfisch. Naja, mir geht's gut. Und dir? Also ich muss mich dem Pedida einigermaßen anschließen. Ich habe Apfelschorle zu trinken. Oh mein Gott, dann schließt du dich aber mir nicht an, ne? Und ich habe leckere Chips, die ich mir noch selbst nachgewürzt habe, weil die einfach... Wenn ich Apfelsaft habe und du Apfelschorle, heißt das, dass du ein spritziger Mensch bist. Weil mir einfach einer reingefurzt. Ja. Damit haben wir auch sowas hier. jetzt fragt euch, wie es mir geht. Wie geht's dir, aber, was? Um ehrlich zu sein, ich kann diese Frage nicht mehr hören, weil ich habe keinen Bock, immer das selber zu antworten. Geht's? Kenn ich von dir. Ja, deswegen mir geht's immer gut. Schon, wenn wir anfangen zu schreiben, nicht wie geht's dir, sondern was geht. Ja, alles ist behindert, ne? Mhm. Ja, ein Meryl, das durch den Sporenwirt paralysiert wurde, für all diejenigen, die jetzt sich fragen, warum ist das Meryl paralysiert? Ja, Sporenwirt von Kills. Parawirt. Parawirt. Und Sporenlüse. Ja, wir sind Sporenlüse. Auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg zum Metaflurtunnel. Metagross. Ja, okay, warum heißt das Ding eigentlich Metaflurtunnel? Weil Wiesenflur und Metaross City. Ach so, ich habe gedacht einfach nur, weil er 15 Meter lang ist. Ja, TK, wir wissen's. Ich dachte, eine Mischung aus Metall und weil da Flummel drin sind. Was hat das Metall damit zu tun? Das Ding ist aus Stein. Ja, deswegen habe ich mich auch immer gefragt. Und ich muss jetzt mal kurz gucken gehen, was hier abgeht. Hier fahren schon seit 15 Minuten nur Krankenwagen, Feuerwehren, alles vorbei. Lass sie doch fahren! Na, Moment, vielleicht brennt's ja irgendwo. Wir werden es einfach mal aus Jux und Schalbini fangen. Mal schauen, ob es uns überhaupt gelingt. Nenn es Peng. Wie soll ich es nennen? Peng. Peng! Ja. Okay, mach ich. Ich werde es einfach mal mit ins Team mitnehmen. Obwohl das eigentlich voll der Scheiß ist, weil ich in das Marktlied noch am Schwalbos hatte. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das überhaupt trainiere. Also von daher
Dann nenn es nicht Peng. Nimm nur das ins Team. Nein. Nenn nur Peng, den du auch mit ins Team nimmst. Okay, dann gebe ich ihm keinen Spitznamen. Lass es, wie es heißt. Ching Chang oder keine Ahnung. Naja. Nee. Oh nein, Sixers, ey, diese scheiß Dechse kann ich gar nicht mehr sehen. Ein Sixer? Denn wir wissen, kein Dax kann Surfer. Kein Dax kann Surfer! Ja, jetzt haben wir noch einen Wanderer als Gegner, der müsste 1000 Kleinsteine haben. Och, da. Stell dir mal vor, da erscheinen so 1000 Pokémon hinten dran. Naja, genau, der wirft. Ich habe mir mal damals so vorgestellt, ne, wenn man sich so ein Pokémon fängt und das Teil bleibt einfach nicht im Ball drin, ne? Da habe ich immer so einen Kopf vorgestellt, zu dem Zeitpunkt, wo ich mal den Ball geworfen habe, dass so 1000 Bälle auf ihn drauf liegen, die alle gleichzeitig fangen. Und in den meisten Fällen hat das dann auch geklappt. Level 15, er lernt dieses Hydropi wahrscheinlich eine Attacke, die ich überhaupt nicht brauche. Ich stelle jetzt aber trotzdem. Kannst mal gucken, PD, was für eine Attacke ein Hydropi lernt auf Level 15? Ja, yep, warte. Ich hab's vergessen. Ich habe aus Versehen Hydropi geschrieben. Ich mag schicke Sachen. Das müsste sowas von sein. Ich mag schicke Sachen. Das dritte Gen, gell? Ja, ja. Geduld. Geduld habe ich erlernt, ja, leck mich doch. Obwohl. Die Attacke ist höflich nicht sein! Ja, was? Wie? Wo? Soll das höflich sein! Ja, ach, das war Egelsam. Scheiße, stimmt ja. Boah, Mann, ey, das ist immer das Blöde an einer japanischen Edition, wenn man die Zeichen nicht kennt und die Sprache nicht, auch nicht kennt und dann nicht mal weiß, welche Attacken die Anordnung hatten. Ja, das ist schon leicht behindert. Aber komm, das hatte ich in der grünen Edition damals auch geschafft. Das sollte es auch hier klappen. Oder nicht? Am Ende der Liga kackst du voll ab, weil da so Silberblick und alles drauf ist. Auf jeden. Okay, Knirnz erreicht Level 15 und er lernt nichts natürlich. Ja, der Wanderer ist besiegt und wir halten ein paar Kröten in die Tasche. Kröten! Drogensumpf! Drogensumpf! So. Nein, ich bin nicht nochmal... Ach, halt doch dein Maul, du Opa. Ja, wir gehen jetzt in den sogenannten Metaflot-Tunnel rein. Hier ist alles voller Nebel und da liegt ein Pokéball, den sammeln wir jetzt ein. Aber leider werden wir davon aufgehalten, weil jetzt ein wildes Pokémon kommt. Ein Flummel. Oh, Mann, Hare Krishna ist der Krishna. Aber ich hab's auch schon damals abgefuckt, dass hier in diesem scheiß Tunnel auch nur Flummel auftauchen. Ja. Und dein Pokéball gefunden. Ich weiß noch, wie ich mal 2 Tage in diesem Tunnel da rumgelatscht bin, weil ich einen shiny Flummel haben wollte. Ja, ein shiny Flummel. Ich hab halt keins bekommen. Aber okay. Warum ausgerechnet ein shiny Flummel? Keine Ahnung, ich weiß gar nicht mal, wie das shiny aussieht, so ein Krawumms dann. Na, schau es dir mal an, du hast der Pokewiki bestimmt offen. Hab ich auf. Krawumms. Krabums. Krabums. So, ein Fifi. Level 11. Ein Fifi. Fifi, Jupp. Ach ja, stimmt, ja, der Drupi entwickelt sich ja gleich weiter, ne? Bei uns gibt's einen Dönerladen, der heißt Juffi. Bei uns gibt's einen Dönerladen, der heißt Alibaba. Und es gibt noch einen Dönerladen, der ist bei uns Sultans auf Kebab. Sultans of Kebab, jawohl. Direkt am Aachener Bushof. Arabische Nächte, wie die Tage vergehen. Alter, halt's Maul. Das klang geil. Ja. Arabische Voice, mein Vater heißt Zeus. Ey, du bist falsch. Was bin ich? Zeus ist Grieche. Ja, ich weiß. Deswegen. Ja, Quest erfüllt. Quest erfüllt, Wingle zurückgebracht am alten Sack und jetzt können wir raus und unseren weiteren Superball abholen gehen. Der Pedobär. Was? Einfach nur der Pedo, nicht Pedobär. Warum? Der Pedobär war ja Ursaring. Ja. Ja. Ja doch. Ich dachte, das wäre dieses Petsnief oder wie das heißt. Nein, das ist der Eisbär. Das Ding hat immer Erkältung. So habe ich meinen Siberio genannt. Der Blaubär. Der Eisbär, Balu. Was soll der Eisbär tun? Und noch ein Teenager. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß echt nicht wieso. Aber jedes Mal, wenn ich gegen diesen Teenager antrete, ja, da muss ich immer an Nidoking denken. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß nicht wieso. Ja, an Nidoking. Ich muss immer an Nidoking.
denken, wenn ich immer gegen diesen Holzmischel antrete. Ich weiß es auch nicht wieso. Weil, glaube ich, ein feuerroten Blattgrün irgendein Teenager in Nidoran hat. Nee, das nicht. Obwohl, könnte sein, aber nein, müssen. Ich habe keinen Plan. Ey, Leute. Hm? Ich habe voll Bock auf Weihnachten. Ich habe auch was ganz anderes Bock. Nein, TK, sag das nicht. Es sind Minderjährige hier anwesend. Deswegen sag ich es ja auch nicht. Ich habe auch auf was anderes Bock. Und zwar habe ich Bock, mit richtig viel Schmackes deinen Vogel zu töten, weil er einem auf den Sack geht. Der ist doch ganz ruhig. Trotzdem. Ja, es ist es. Er ist noch ganz ruhig. Es gibt nur einen Ausweg, TK. Anzünden. Wir müssen ihn erschießen. Oh, was denn mit so einem Minigewehr? Ey. Raketenwerfer. Ja. Ja, wie Boss gesagt hat, morgen. Genau. ja, Leute, wir haben unseren zweiten Superball erhalten. Jetzt sind wir im, wie heißt dieses Gebäude überhaupt? Devon? Ja, genau. Devon Corp. Und jetzt sprechen wir mit dem Präsidenten persönlich. Der Präsident. Hallo Präsident. Ja, Mann, ich bin der Präsident. Jetzt bekommen wir unser iPhone. Unser iPhone. Ja, Mann. Und noch ein Brief. Ihr werdet es mir nicht glauben, aber ich suche jetzt nach Ding, nach Mohun zum Runterladen. Ey, das gucken wir auf den Brief und wundern uns, warum dieses Teil nicht frankiert ist. Weil wir müssen ja auch einen auf Briefträger machen, ey. Solche faulen Leute einfach mal ihren Arsch aufziehen von ihren scheiß Sessel hier und dann zum Briefkasten runterzulaufen, der zufälligerweise direkt neben diesem schwulen Gebäude liegt. Ey, scheiß doch drauf, ja? Nein, wir werden beauftragt, es selber zu überbringen. Dass Hariyama als shiny lila Hände hat. Nein, gibt's nicht. Oh, warte mal. Haben wir überhaupt Zerschneider? Nee, haben wir nicht. Zerschneide die Welt! Zerschneider haus neben dem. Ja, das weiß ich. Ich meine ja nur. Ich war gerade nicht drin. Aus des Zerschneiders! Und damit die Folge Eis, mein Vater reißt zu Eis. Du eklige Bauern, will schmeißen dich über die chinesische Mauern. Genauso wie Rocco den Orientierungstest verloren hat und beim Rätselhaus verkackt hat. Er sieht auch nichts! Naja, Schlitzaugen. Dieselbauel! Dieselbauel. Ich komm nicht drauf, klar! Loco ist ein Bauel. Loco ist ein Bauel. Ich schmeiße ihn über die chinesische Mauer. Was er nicht sehen wird. Arabische Welt! Ja, jetzt werden wir das schöne Erlebnis bekommen, mit dem Boot zu fahren. Boot! Boot! Genau, worauf hab ich gewartet? Das Boot durch die Welt! Oh, ist doch gut. Hey, Pidi? Ja? Ich musste letztens auf der Arbeit so lachen. Ich hab dieses... Ja, ich weiß, Themawechsel. Aber ja. Indirekt. Hör mir weiter zu. Okay, ja. Ich hab noch dieses Gespräch, was ihr da hattet, von wegen Rocco und Misty und von wegen It Girl im Kopf, ne? Und auf einmal läuft bei Planet wie aus der Kanone geschossen von Jason Derulo It Girl. Oh, nee. Ich stehe auf der Arbeit und guck meinen Kollegen an und fang mir an einen wegzupissen. Der guckt mich nur an und sagt so, ey, du bist behindert. Oh, ach ja. Das sagte du auch. Eine Frage, Leute. Wegen Teammitglied. Wir sind jetzt in, wer ist es, Stadt Forsthofen? Die Granithöhle befindet sich direkt in unmittelbarer Nähe. Und ich hab mir so überlegt, ja, wir fangen uns einfach mal ein Makuhita. Mach das. Und ich rieche wieder Feuer. Frypanel. Ne, ist so, riecht es hier nach verbranntem, ey, das ist nicht normal. Sind das vielleicht die Türken überhaupt? Wirklich. Wie Chinesen essen Lais. Ha, riecht aber wie Döner. Ich bin hingefallen. Aber ich muss erstmal ein Makuhita finden. Das ist auch eine Sache, die ich aber erst im nächsten Part erledige. Nein, ich kann es nicht. Und ich würde mal sagen, wir beenden den Part jetzt, weil die Zeit ist eh jetzt gleich vorbei. Hab nur noch eine Minute Abol. Ein Pokémon könnten wir noch sehen. Dann schon eine Viertelstunde, ne? Anabol. Ja. Haben wir noch knapp eine halbe Minute.
Und ein Makuhita! Genau jetzt taucht es auf und wir besiegen es fast. Hallo, mein Name ist Anabolika. Ey, bitte nenn das Makuhita Anabol. Bitte, bitte mach das. Wenn es passen würde. So, Superball, der müsste eigentlich drin sein. Level 9 ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Und ja, wir fangen dieses Makuhita mit dem Superball. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Spitzname werde ich offscreen überlegen mit meinen beiden Kumpanen, denn die Zeit reicht nicht mehr. Haut rein, bis zum nächsten Part. Tschüss, auf Wiedersehen. Anal. Ciao!